Sehr verehrter Herr stellvertretender Minister, sehr verehrte Damen und Herren Botschafter, geschätzte Damen und Herren. Je suis ravi de pouvoir ouvrir l'édition 2014 de la conférence de la coopération suisse avec l'Europe de l'Est et je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue. La capacité d'innover des entreprises affecte la croissance de toute économie et pour la Suisse, ceci est vrai depuis de très nombreuses années. Dans ce sens, je suis ravie de constater que la foire de Lucerne, où nous nous trouvons aujourd'hui, s'inspire de cette vertu en appliquant la devise « Pour vous, nous nous réinventons sans cesse ». Inventif ou innovant, tel devrait être également cet après-midi. Je vous invite ainsi à m'accompagner pour un voyage passionnant. Un voyage dans une région que la plupart d'entre nous ne connaît qu'un peu ou pas du tout. Ce périple nous amènera d'abord dans le Caucase du Sud, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, trois pays qui sont en mutation. Et après la pause, nous visiterons l'Ukraine, un pays à la croisée des chemins. Tout au long de ce voyage, nous suivrons une chaîne de valeurs particulières. Nous allons apprendre comment, à partir d'une graine, un produit d'exportation compétitif est développé. Ce qu'il faut pour que cela se produise et quel rôle y joue le soutien de la Suisse. Peut-être avez-vous déjà commencé ce voyage du côté culinaire, en visitant le petit marché et en y dégustant quelques-uns des produits présentés. En guise de provision pour ce voyage, j'aimerais partager quelques réflexions avec vous. Dans une première partie, je vais brièvement rappeler dans quel domaine la Suisse est active dans cette région. Par la suite, je vous présenterai les objectifs de cette coopération. Et pour conclure, je vais vous brosser un tableau des orientations futures. Meine Damen und Herren, vor einigen Monaten haben wir beschlossen, die diesjährige Konferenz der Schweizer Ostzusammenarbeit der Region Südkaukasus und Ukraine zu widmen. Die Gründe waren mannigfaltig. Angefangen bei der Vielgestaltigkeit und Komplexität dieser Länder, die bestehende Vernetzung zwischen diesen verschiedenen Märkten und Volkswirtschaften und der Schweiz, die Tatsache, dass die Entwicklungen in diesen Ländern sich bei uns auswirken und der Beitrag, welchen unsere Märkte zur Entwicklung der Region leisten, waren weitere wichtige Gründe. Und schließlich war auch die Überzeugung da, dass trotz politischer und anderer Probleme diese Länder neue Geschäfts- und andere Beziehungen entwickeln sollen und so auch stärker in die Weltwirtschaft integriert werden können. Zu keinem Moment sahen wir voraus, dass die Ukraine heute derart im Rampenlicht des Weltgeschehens stehen würde. Die Geschehnisse der letzten Wochen machen sehr betroffen und sie bleiben nicht ohne Folgen für unsere Ostzusammenarbeit. Jedes laufende Projekt wurde auf mögliche Risiken und operationelle Konsequenzen analysiert. Wo nötig, wurden Anpassungen an der Projektumsetzung und vorbeugende Maßnahmen getroffen. Die Projektaktivitäten auf der Krim wurden gestoppt. Im Osten der Ukraine sind derzeit keine Schweizer Projekte durch die schwierige Sicherheitslage betroffen. Aber die Lage vor Ort ist volatil und wird demzufolge laufend überprüft. In mehreren Projekten sind leider Verzögerungen entstanden. Die Sicherheitslage auf der Krim verunmöglicht zudem zurzeit eben die Weiterführung der Projektkomponenten vor Ort. Zusammen mit der Botschaft in Kiew verfolgen wir die Lage und treffen, wo nötig, Maßnahmen, um die Projekte den geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. Seit dem Ende der Sowjetunion versuchen alle vier Länder, eigene Identitäten und politische Perspektiven herauszubilden. Sie haben zum Teil ähnliche, aber zum Teil auch unterschiedliche Herausforderungen zu meistern. Um Ihnen einen kleinen Eindruck der Vielfalt dieser Länder zu geben, möchte ich jedem Land ein anekdotisches Faktum erwähnen. Zu Armenien. Wussten Sie beispielsweise, dass die armenische Kirche die älteste christliche Kirche der Welt ist und aus dem 4. Jahrhundert stammt? Zu Aserbaidschan.
Wussten Sie, dass Aserbaidschan schon um die Wende ins 20. Jahrhundert einen ersten Ölboom erlebte und die Gebrüder Nobel und Rothschild damals in Baku ihre Zelte aufschlugen? Zu Georgien. Wussten Sie, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 100 Schweizer Familien südlich von Tiflis lebten und dort unter anderem Emmentaler Käse herstellten? Und zur Ukraine schließlich, wussten Sie, dass Schweizer Emigrantinnen und Emigranten schon früher zur Entwicklung der Landwirtschaft in der Ukraine beigetragen haben? So wurde beispielsweise Chabot, einer der größten Weinproduzenten der Ukraine, von Waadtländerbauern gegründet. So unterschiedlich die Länder sind, so teilen sie auch manche Gemeinsamkeiten. Sie sind in ihrer aktuellen Form noch recht jung. Alle erlangten erst mit der Auflösung der Sowjetunion 1991 ihre Unabhängigkeit. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland bzw. dessen kultureller Einfluss ist indessen weiterhin spürbar, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Diese Länder sind von erheblicher geopolitischer Bedeutung. Mit Ausnahme von Armenien sind sie als Energielieferant und oder als Transportkorridor für Energie von Ost nach West sehr wichtig. Und die Ukraine ist ein bedeutender Weizen- und Maislieferant. In allen Staaten bleibt zudem das Potenzial zur Verbesserung demokratischer Standards, der Rechtsstaatlichkeit, der Umsetzung von Menschenrechten und der guten Regierungsführung groß. Eine zusätzliche Herausforderung stellen die Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise dar. Schließlich haben alle Länder auch eine mehr oder weniger zahlreiche Diaspora, welche für die Zukunftsgestaltung der Region ebenfalls eine Rolle spielen kann. Das Engagement der Schweiz erklärt sich vor diesem Hintergrund. Es richtet sich klar an den unterschiedlichen Bedürfnissen und Prioritäten dieser Partnerstaaten. Die Schweiz konzentriert sich dabei auf Bereiche, in denen sie über anerkanntes Know-how verfügt. Lassen Sie mich einige Beispiele des Schweizer Engagements in der Region erklären. In Aserbaidschan arbeitet die Schweiz an der Verbesserung des Geschäftsumfelds für kleine und mittlere Unternehmen. Dabei geht es um den Abbau von bürokratischen Hürden. Sie wissen, das sind wir immer in der Schweiz auch immer daran. Und die Einführung von transparenten, klaren und fairen Spielregeln für alle. Durch diese neuen Regeln sparen Privatunternehmen jährlich rund 15,5 Millionen Franken an bürokratischem Aufwand. Im Bereich menschliche Sicherheit und Schutz setzt sich die Schweiz im Südkaukasus für den Bau und die Rehabilitierung von Wohnraum für intern Vertriebene sowie für die Förderung der Erwerbsmöglichkeiten ein. Außerdem macht sich die Schweiz für vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien in den noch immer ungelösten Konflikten in Abchasien, in Südossetien und in Nagorno-Karabach stark. In der Ukraine schließlich setzt sich die Schweiz für eine Besserung der Gesundheitsdienstleistungen für Mütter und Kinder ein. Hier geht es um die Bereitstellung wesentlicher medizinischer Geräte, aber auch um das Training des medizinischen Personals zu modernen Behandlungsmethoden. Meine Damen und Herren, die Schweiz verfolgt im Südkaukasus und in der Ukraine drei Ziele. Erstens fördert sie die Sicherheit und die Stabilität in diesen Partnerländern. Dies kann nach unserer Überzeugung nur gewährleistet werden, wenn zweitens nachhaltige, sich selbst tragende und demokratisch funktionierende Institutionen aufgebaut werden. Und drittens unterstützen wir Rahmenbedingungen, in welche die Wirtschaft gedeihen kann. Alle drei Ziele tragen dazu bei, die Lebensumstände weiter Bevölkerungskreise zu verbessern und die Armut zu lindern. Dieser Dreiklang von Stabilität, Demokratie und wirtschaftlichem Wachstum spiegelt sich in allen Aktivitäten unserer Außenpolitik in diesen Ländern wider. Diese zielen darauf ab, einen harmonischen Übergang zur Marktwirtschaft und zu einem politischen System zu führen, das auf demokratischen Werten beruht. Als Grundsatz gilt überall und stets, die Unterstützung der Schweiz erfolgt in bedarfsorientierter und in partnerschaftlicher Weise. Auch auf die Nachhaltigkeit der geleisteten Hilfe wird natürlich großer Wert gelegt.
Die Schweiz trägt auch dazu bei, das Wohlstandsgefälle mit Westeuropa zu reduzieren und die Zukunftsperspektiven vor allem für junge Menschen zu schaffen. Dies geschieht durch Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie zur Schaffung neuer Beschäftigungs- und Marktchancen im Privatsektor. Die Schweiz unterstützt auch die Einführung von umweltfreundlichen Technologien und von Finanzierungsmechanismen für Private, Gemeinden und Unternehmen. Damit trägt sie zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum, zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung und zu weniger Treibhausgasemissionen bei. Unsere Solidarität mit dem Südkaukasus und der Ukraine, wie auch mit anderen Nachbarn im Süd- und Osteuropa, ist eine historische Konstante. Die Schweiz hat sich schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs für Freiheit und Demokratie in den Regionen der ehemaligen Sowjetunion eingesetzt. Sie nahm viele ihrer Bürgerinnen und Bürger auf und unterstützte die Demokratisierung dieser Länder. Die Schweiz hat überdies 2014 den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, OSZE. Der Vorsitz steht unter dem Motto «Eine Sicherheitsgemeinschaft im Dienste der Menschen schaffen». Die Schweiz will damit im euroatlantischen und eurasiatischen Raum einen Beitrag zur Sicherheit und Stabilität leisten. Sie will die Lebensbedingungen der Menschen verbessern und die Handlungsfähigkeit der OSZE stärken. Diese drei übergeordneten Ziele orientieren sich an den Grundwerten Sicherheit, Freiheit und Verantwortung. Unter Schweizer Vorsitz hat die OSZE eine Beobachtermission entsandt, welche mit gegenwärtig über 150 Beobachtern zu einer objektiven Berichterstattung beiträgt und durch ihre Präsenz deeskalierend wirken kann. Die DEZA unterstützt diese Mission im Rahmen ihres Ukraine-Engagements auch finanziell. Meine Damen und Herren, an dieser Solidarität halten wir trotz oder gerade wegen der Aktualität in der Ukraine fest. Aus unserer Sicht ist und bleibt es außerordentlich wichtig, dass wir diese Länder weiterhin in ihren Anstrengungen zur politischen und wirtschaftlichen Transition unterstützen. Dabei dürfen die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den vier Ländern natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Ebenso müssen die jeweiligen lokalen Machtverhältnisse und die Beziehungen zum großen Nachbar Russland berücksichtigt werden. Ohne den der Dreiklang von Stabilität, Demokratie und wirtschaftlichem Wachstum nicht möglich ist. Die Region, die wir uns heute näher anschauen, ist als Brücke zu Zentralasien und in unmittelbarer Nachbarschaft zu Russland, dem Iran, der Türkei, zu Afghanistan sowie zum Nahen und Mittleren Osten im wahrsten Sinne des Wortes strategisch bedeutsam. Stabilität in diesem Gebiet hat demnach eine positive überregionale Signalwirkung. Ein friedlicher und prosperierender Südkaukasus und eine friedliche, prosperierende Ukraine sind auch im ureigensten Interesse der Schweiz. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Selbstbestimmung in unseren Partnerländern sind Voraussetzung für Stabilität und Wohlstand auf dem ganzen europäischen Kontinent. Daher sind wir nun gespannt darauf, Sprecher aus der Region, Vertreterinnen und Vertreter von DEZA und SECO und Programmverantwortlichen intensiv zuzuhören und mit Ihnen zu diskutieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine aufregende und lehrreiche Reise entlang der Wertschöpfungskette vom Samenkorn bis zum konkurrenzfähigen Exportprodukt. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.